Ich begrüße jetzt in Berlin die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach. Ja, Frau Reuschenbach, sind das die richtigen Themen für die SPD, um Gehör zu finden bei den Bürgern und beim Koalitionspartner? Ja, man muss sagen, die SPD hat im Vergleich zu den anderen Parteien heute sich thematisch sehr breit aufgestellt. Das Thema Pflege insbesondere war bei den anderen nicht sonderlich präsent. Insofern versucht man schon, diesem Anspruch thematisch anschlussfähig zu sein, für viele Wählerinnen und Wähler gerecht zu werden. Man hat in der Presseerklärung des kommissarischen Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich auch gerade zum Thema Pflege ganz konkrete Forderungen gehört. Beispielsweise die Frage nach der Deckelung der Eigenanteile, aber auch ein sehr spannender Punkt, etwa die Gewinnbegrenzung von privaten Pflegeheimbetreibern, womit sich die SPD an eine Position annähert, die Linke beispielsweise schon vor 2 Jahren mal aufs Tableau gebracht hat. Damals war die SPD dagegen, jetzt hat man sich da doch ein bisschen zubewegt und das zeigt natürlich, dass man vielleicht auch neue Mehrheiten sondiert, ist aber auch ein möglicher Gefahrenherd für die Zusammenarbeit in der Großen Koalition. Denn insbesondere beim Thema Pflege gehen die Vorschläge der SPD-Bundestagsfraktion, die wir heute gehört haben, weit über das hinaus, was im Koalitionsvertrag steht, sodass man mal mit Spannung jetzt darauf schauen muss, wie die Union auf die SPD-Vorschläge reagieren wird. Ja, inwieweit gelingt es der SPD denn aktuell in ihrer schwierigen Situation selbstbewusst aufzutreten und quasi das Beste draus zu machen? Naja, man hat ja mit den Landtagswahlen am vergangenen Wochenende zumindest in Brandenburg sich noch mal ein Stück weit retten können, möchte ich mal sagen. Insofern ist das Selbstbewusstsein vielleicht nicht ganz so angeschlagen, wie man es vorher befürchtet hatte. Wir haben auch von verschiedenen Vertretern, beispielsweise vom Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert gehört, die SPD solle sich nicht kleiner machen, als sie sei. Man müsse selbstbewusst auftreten. Und jetzt hat die SPD natürlich, anders als die anderen Parteien, in den nächsten Wochen durchaus auch was im Angebot, was neben den inhaltlichen Themen steht, nämlich die spannende Wahl der neuen Parteispitze. Und deswegen werden auch Wählerinnen und Wähler natürlich mit Interesse auf das schauen, was jetzt gerade in der SPD stattfindet. Insofern ist es strategisch aus Sicht der Partei klug, jetzt viele konkrete und eben in Teilen auch durchaus ambitionierte Vorschläge zu machen, um das eigene Profil zu schärfen. Und natürlich haben wir ja auch noch, das dürfen wir nicht vergessen, eine Landtagswahl vor Augen, Ende Oktober in Thüringen. Und auch da gilt es natürlich für die SPD, Wählerinnen und Wähler zu halten und auch zu gewinnen. Und da sind die konkreten Vorschläge von heute sicherlich ein erster Schritt in die richtige Richtung. Sie haben es gerade angesprochen, das spannende Kandidatenrennen. Es geht um den Parteivorsitz. Ja, wird diese Wahl ein Richtungsentscheid über die Große Koalition im Bund? Naja, wir haben in den Parteien oder in den Kandidatenteams, muss man ja sagen, durchaus unterschiedliche Positionen in der Frage. Die radikalen GroKo-Gegner, die also schon auch die eigene Wahl mit einem Ausstiegsszenario aus der Großen Koalition verbinden möchten. Wir haben aber auch die Gemäßigteren. Dazu gehört sicherlich das ja auch bereits favorisiert gehandelte Duo um Olaf Scholz, den Bundesfinanzminister. Und es bleibt natürlich jetzt abzuwarten, inwiefern dieses Thema auch bei den anstehenden Regionalkonferenzen immer wieder in den Vordergrund oder Fokus gerückt wird. Grundsätzlich haben wir aus dem kommissarischen Vorstand der SPD ja das Signal bekommen, dass man die GroKo-Frage nicht mit dem Parteivorsitz verbunden sehen möchte, sondern darüber gesondert, Stichwort Halbzeitbilanz der Koalition, dann beim Parteitag sprechen will. Es bleibt abzuwarten, ob diese, ich nenne es mal Direktive, gelingt, ob man das durchsetzen kann. Ich glaube aber schlussendlich, dass die SPD momentan, wenn wir auf die Wahlergebnisse schauen, kein Interesse daran haben kann, dass jetzt erneute GroKo-Debatten losbrechen, sondern dass man wirklich mit inhaltlicher Arbeit in den nächsten Monaten überzeugen können will. Wir sprechen gleich weiter, denn noch zwei Fraktionen haben heute ihre Treffen beendet. Zum einen die Grünen in Weimar. Sie legen in Sachen Klimaschutz nochmal nach und wollen so der Bundesregierung ordentlich Druck machen. Zum anderen hat auch die FDP getagt in Jena. Und zunächst erfahren wir, welche Zukunftsthemen der liberalen Fraktion besonders wichtig sind. Das ist ganz vorne die Frage der wirtschaftlichen Entwicklung in unserem Land. Wir wollen Smart Germany. Also die Frage der Digitalisierung ist unser zweites Thema.
Wir haben ein Mondfahrtprojekt, das uns antreibt und inspiriert. Das ist das Bildungssystem im Weltmaßstab zu verbessern. Wir wollen Migration besser steuern. Das ist ein Beitrag dazu, auch die Gesellschaft mit sich zu versöhnen. Und nicht zuletzt, wir wollen einen Klimaschutz erreichen, der mit Wohlstand und freiheitlicher Lebensführung vereinbar wird. Wir haben uns mit China beschäftigt, mit Asien, aber insbesondere der Volksrepublik China, aus Anlass auch des Besuchs der Bundeskanzlerin dort. Politisch und wirtschaftlich schaut die Welt auf China. Die westlichen Industrienationen werden mit einem wirtschaftlich sehr erfolgreichen, aber eben doch anderen nicht liberal geprägten Regierungsmodell konfrontiert. Zuvor war die Systemkonfrontation wirtschaftlich nicht erfolgreiche. Alternativen haben uns herausgefordert. Nun gibt es die Herausforderung durch eine wirtschaftlich sehr erfolgreiche Gesellschaft. Wir haben uns damit sehr intensiv beschäftigt. Wie gehen wir mit dieser Herausforderung um? Und im Vergleich zu unseren politischen Mitbewerbern im Parlament kann man sagen, haben wir das sicherlich am stärksten getan. Die Frage nach dem Verhältnis zwischen China und dem Westen reicht weit über technische und ökonomische Aspekte hinaus. Es ist eine Systemfrage. Sie betrifft die Rolle des Individuums, seiner Freiheit und das Verhältnis zum Staat. Und das ist damit auch eine Frage unseres westlichen Wertesystems, das herausgefordert wird durch ein kollektivistisch geprägtes System mit einem dominanten Staat und der Herrschaft nur einer Partei ohne demokratische Mitwirkungsmöglichkeiten. Wir sehen auch das chinesische Social Credit System sehr kritisch. Wir lehnen es ab, dass dieses System auf deutsche Mitarbeiter von in China aktiven Unternehmen ausgeweitet wird. Hier muss die Bundesregierung aktiv werden. Es muss jetzt gehandelt werden. Wir können nicht mehr warten. Nicht bei der Klimakrise, nicht bei den gleichwertigen Lebensverhältnissen, übrigens auch nicht bei der Demokratie. Wenn wir die Klimakrise anschauen, kann man nur sagen, wir haben genügend Erkenntnisse. Wir haben jetzt auch genügend Bekenntnisse. Wir haben keine Ergebnisse. Mit all dem, worüber jetzt wieder geredet wird, ist kein einziges Gramm CO2 eingespart. Deswegen haben wir ein Programm auf den Tisch gelegt, mit dem wir jetzt sofort handeln können, wo wir in allen Bereichen handeln und wo wir dafür sorgen, dass es tatsächlich eine echte Veränderung gibt, die wir jetzt brauchen. Die Schulden, die wir jetzt machen können, sind das, was wir den nächsten Generationen übergeben. Und deswegen sage ich eins, wenn wir jetzt nicht investieren, wenn wir jetzt nicht in die Zukunft investieren, dann überlassen wir den künftigen Generationen immer mehr Schulden, und zwar finanziell, aber vor allem, was ihre eigenen Lebensmöglichkeiten angeht. Das dürfen wir nicht durchgehen lassen, das darf nicht passieren. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen die Veränderungen beim Verkehr, wir brauchen die Veränderungen bei der Landwirtschaft, wir brauchen die Veränderungen bei der Gebäudesanierung. Das wird im Übrigen auch gleichzeitig bedeuten, dass wir mit diesen Investitionen die wirtschaftliche Verdunklung, die wir jetzt gerade haben, wieder bewegen in die Richtung. Investitionen bedeutet eben auch wirtschaftlichen Erfolg. Hier kommen Ökologie und Ökonomie zusammen. Das ist das Erfolgsrezept, was wir in dieser Zeit brauchen für die Bewältigung der Klimakrise, aber auch für die Ökonomie in unserem Land, für den Wohlstand in unserem Land. Ja, Frau Reuschenbach, müssen die Grünen denn jetzt fürchten, dass die anderen Parteien noch grüner werden als Sie? Also ich glaube, wenn wir heute mal rein quantitativ auf das schauen, was vorgelegt wurde, dann nicht. Die Grünen haben ja einen eindrucksvollen Katalog heute präsentiert. Allein 70 Einzelforderungen, Maßnahmen wurden da aufgelistet. Aber es ist natürlich schon sichtbar, dass das Thema Klimaschutz jetzt für alle anderen Parteien auch ein Thema geworden ist, das man ganz oben auf der Agenda hat. Insofern geht es, glaube ich, nicht so sehr um die Frage, ob es ein allein grünes Thema ist, sondern welcher Partei Wählerinnen und Wähler die höchste Glaubwürdigkeit in diesem Themenfeld zuschreiben. Und da haben wir heute meines Erachtens Differenzierungen wahrnehmen können. Insoweit, dass im Katalog der Grünen sich beispielsweise viele dezidierte Verbotsforderungen befinden oder auch Forderungen nach Besteuerungen und Ähnlichem, während wir beispielsweise im Konzept oder im Erstaufschlag des jetzt am Wochenende zur Beratung stehenden Papiers der CSU vor allen Dingen auch
Anreizvarianten vorfinden konnten. Und da muss man jetzt eben abwarten in den nächsten Wochen und Monaten, welcher Partei die Wählerinnen und Wähler in diesem Themenfeld die höchste Glaubwürdigkeit zumessen. Das sind momentan ganz klar mit weitem Abstand nach wie vor die Grünen. Sicherlich interessant ist in dem Kontext das, was beim sogenannten Klimakabinett am 20. September dann beschlossen werden soll, wenn die Regierungsparteien ihr Maßnahmenpaket für den Klimaschutz präsentieren und wie weit man da eben auch grüne Forderungen oder sogar über deren Forderungen hinausgehende Maßnahmen präsentieren wird. Das werden wir natürlich weiter beobachten. Lassen Sie uns noch kurz über die FDP sprechen. Es wirkt ja irgendwie so, als würde es ihr schwerfallen, sich aktuell inhaltlich zu profilieren. Inwieweit hängt ihr denn das Nein zu Jamaika im Bund immer noch nach? Hat sich da Christian Lindner verzockt? Naja, man muss schon sagen, dass man jetzt nach den vergangenen Landtagswahlen feststellen muss, dass der Aufwind, mit dem Christian Lindner die FDP ja im Grunde wieder ins Rennen gebracht hat, ein bisschen abgeflaut ist. Viele Wählerinnen und Wähler machen nach wie vor das Nein zu den damaligen Jamaika-Verhandlungen zu einem Thema. Es liegt aber meines Erachtens ein Stück weit auch daran, wie die Partei sich momentan inhaltlich positioniert. Sie war in vielen Debatten nicht so stark hörbar wie die anderen, insbesondere wie die Grünen, wenn man jetzt auf die Oppositionsseite im Deutschen Bundestag schaut. Und da wird auch die FDP natürlich jetzt mit Blick auf die nächsten Wochen und Monate konkrete Konzepte vorlegen müssen. Und da reicht es eben nicht, immer Gegenforderungen aufzustellen oder das, was in der Regierung gemacht wird, als nicht ausreichend zu deklarieren. Beispielsweise, sondern dann muss man eigene Konzepte einbringen. Und das lässt die FDP meines Erachtens derzeit ein wenig vermissen, wird aber sicherlich durch die Wahlergebnisse, dass man jetzt in beiden Landtagen den Einzug verpasst hat, also mit der 5%-Hürde kämpfen musste, sicherlich zum Anlass nehmen, das zu überdenken. Denn man möchte natürlich auch regierungsfähig sein, nicht nur im Land, sondern ja perspektivisch auch im Bund wieder mitreden. Und das geht eben nur über Inhalte. Ja, vielen Dank, Julia Reuschenbach, und Grüße nach Berlin. Vielen Dank. Danke, sehr gerne.